Ja, hallo, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem YouTube-Kanal. Hinter mir ist das Cinemax Krefeld und da komme ich gerade her. Der Film Verblendung läuft in diesen Tagen in den deutschen Kinos und die Cinemax-Kette ist in der Lage, über die Sony 4K-Projektoren den Film in echtem 4K zu zeigen. Und wie das funktioniert und was das demnächst vielleicht für uns Heimkinofans bedeutet, das möchte ich euch in den nächsten Minuten zeigen. Ich habe mich dort mit dem Theaterleiter, dem Herrn Seidel, getroffen, Oliver Pasch. Er ist sicherlich bekannt als der Spezialist bei Sony für digitale Projektion und Frau Becker, die uns betreut von Sony. Denn das Ganze steht ja auch im Zusammenhang mit dem neuen Sony VW1000. Es ist schließlich der erste 4K-Heimkinoprojektor, den wir Ende Januar vorführbereit haben und auch zeigen werden. Und was wir da jetzt alles erfahren haben und warum auch der Ton hier plötzlich eine ganz neue Rolle spielt und was da alles investiert worden ist, das werdet ihr jetzt in den nächsten Minuten sehen. Ja, hier sind wir wieder in den Cinemax-Räumen, da wo wir vor 2 Jahren waren. Diesmal bin ich hier frei, nicht keine Krücken dabei, nichts, alles wieder gesund. Und neben mir steht Oliver Pasch. Oliver, hallo. Hallo Patrick. Vor ziemlich genau vor 2 Jahren sind wir hier gewesen. Ja, so um den Dreh, genau. Da haben wir uns unterhalten über das Thema 3D. Avatar war gerade einige Tage in den Kinos und ihr habt voller Stolz erzählt, was ihr euch einfallen lasst, um den Film auch perfekt rüberzubringen. Richtig. Was ist in den letzten 2 Jahren alles passiert? Naja, 3D ist so in den letzten 2 Jahren doch zum Mainstream geworden. Es hat ja nun doch einige berühmte Produktionen gegeben, die dann auch sehr erfolgreich gelaufen sind. Die Digitalisierung im Kino schreitet ganz erheblich voran. Immer mehr Säle, auch in Deutschland, sind mit digitalen Projektoren ausgestattet. Marktforschung, Screen Digest muss man hier nennen, sagt, dass so ziemlich genau jetzt irgendwann im Januar mehr als die Hälfte aller Kinosäle in Europa schon digitalisiert sind. Und ja, immer mehr kommt jetzt auch die Aufmerksamkeit auf die digitale Bildqualität. Das, was ihr im Hintergrund seht, ist jetzt nicht der kleine Bruder des Beamers, den wir vor 2 Jahren gezeigt haben. Der war ja eigentlich schon fast doppelt so hoch, sondern es ist eigentlich das Gerät, du hast gesagt, die haben einfach ein bisschen mehr Luft rausgelassen. Ne? Ja, das muss ich natürlich mit Vorsicht sagen, ja, aber klar. Im Endeffekt ist das so. Also der ist von der Performance her identisch mit dem großen Projektor. Das, was früher an Infrastruktur in dem großen Fuß war, ist jetzt in einem wesentlich kleineren Fuß eingebaut. Aber das ist der SXR23, so wie man jetzt heute momentan ausliefert. Ja, und im Hintergrund seht ihr das Gerät, den VW 95, vielen bekannt, das Objekt der Begierde, nämlich ein 2- und 3D-Beamer, der ja doch ein bisschen blutsverwandt ist, kann man nicht anders sagen. Ne? Steckt da schon einiges an Know-how drin, die dann auch in die Heimkinoprojektoren einfließt. Absolut. Und entscheidend ist es halt, es ist die gleiche Basistechnologie, es ist SXRD und zwar sicherlich mit einer anderen Grundqualität, jetzt nicht im negativen Sinne, was den Kleinen angeht, aber so ein Projektor muss natürlich 10 Stunden am Tag seinen Job liefern, das muss ein Heimkinoprojektor vielleicht eher nicht, aber vom Grundsatz her ist es das Gleiche. Jetzt erzähl mal, du hast gesagt, in den letzten 2 Jahren ist viel passiert, 3D hat sich durchgesetzt, aber es geht ja eigentlich einen Schritt weiter. Ich habe am Anfang des Films erzählt, dass im Moment der Film Verblendung läuft und mit dem hat es ja doch einige Besonderheiten auf sich. Ja, das Erfreuliche an Verblendung jetzt aus unserer Sicht ist, dass es einer der Filme ist und es gibt einige momentan, die jetzt auch tatsächlich in 4K-Auflösung an die Kinos ausgeliefert werden. Das heißt, wir haben ja im Kinobereich von Anfang an nur 4K gemacht, wir haben ja nie was anderes geliefert. Und da gab es immer so ein bisschen so ein Henne-Eisen. Was heißt was anderes? Was haben denn die anderen gemacht? Naja, 2K wurde ja zunächst mal in der Branche als vermeintlicher Standard wahrgenommen und man hat geglaubt, dass man mit einer 2K-Auflösung, die im Endeffekt nicht viel mehr ist als HD, muss man sagen, 4% mehr Pixel. Also 2K heißt ja eigentlich die Auflösung, wie wir sie kennen. Ja, fast, also, ne? Also ich denke, man kann guten Gewissens sagen, 2K und HD, das tut sich nichts. Mhm. Man muss sagen, okay, im Kinobereich ist die Farbtiefe nochmal ein bisschen höher, der Farbraum ist größer, also man darf nicht nur Pixel zählen. Aber vom Grundsatz her kam von uns natürlich von Anfang an die Frage auf, reicht es aus, ein Full-HD-Bild auf Leinwandgrößen bis zu 25 Meter zu projizieren? Und deswegen haben wir gesagt, wir greifen als Grundstandard für uns intern direkt 4K auf, so wie es von den Hollywood-Studios auch vorgeschlagen wurde. Und insofern ist es jetzt natürlich erfreulich zu sehen, dass wir eben nicht nur die Hardware haben, sondern dass jetzt auch die Filme in der entsprechenden nativen Auflösung kommen. Also halten wir mal fest, 4K bedeutet, der Film wird direkt auch digital produziert, nicht mehr klassisch auf Film unbedingt, sondern in meisten Fällen war es eine digitale Projektion. Das kann beides sein. Kann also, beides eigentlich das sein. Das kann, ne? Beides sein. Also mit den digitalen Kameras, die jetzt immer mehr adaptiert werden, gibt es in der Tat Filme wie auch Verblendung, die komplett digital gedreht wurden. Die haben nie chemischen Film gesehen, aber auf der anderen Seite ist auch nach wie vor 35mm Film halt ein sehr favorisiertes Akquisitionsformat. Und wenn man 35mm Film, je nachdem, wie es Bildformat ist, muss man noch dazu sagen, liefert 35mm vielleicht so irgendwie 3,5K Auflösung. Also reizt 4K an sich nicht komplett aus, aber liefert auf jeden Fall schon mal ein Bild oder eine Bildauflösung, die besser ist als 2K oder HD.
Jetzt sind wir hier im Cinemax Krefeld. Cinemax Krefeld ist ja eins der Kinos, was also ganz zu den ersten gehört hat, die hier in dem Bereich investiert haben. Im Moment sind 3 Kinos digital mit diesen Projektoren ausgestattet. Das bedeutet, die kriegen jetzt wieder mal die berühmte Festplatte in diesem orangen Päckchen, wie wir es in dem letzten Video gezeigt haben. Und auf dem Film, die kriegen dann eine besondere Version, eine 4K-Version, und die anderen kriegen nur eine 2K, oder wie sieht das aus? Das ist ein sehr guter Punkt, weil das ein sehr weit verbreitetes Missverständnis ist. Ja. Das, was die Studios quasi am Ende der Postproduktion liefern, ist das sogenannte DCDM, das Digital Cinema Distribution Master. Und dieses Master ist für alle Veröffentlichungen weltweit immer das gleiche. Das heißt, wenn ein Film 4K ist oder 4K da hinten rauskommt, dann wird er auch als 4K an alle Kinos vertrieben, unabhängig davon, welche Abspieltechnik da in dem Kino installiert ist. Was dann passiert ist, weil dieses DCDM ist eine Riesendatei, also da reden wir von mehreren Terabytes, es wird komprimiert in JPEG 2000 und an die Kinos werden die sogenannten DCPs geliefert. Das ist dann die Datei oder besser gesagt der Ordner, den du von den Festplatten kennst. Und dieses Digital Cinema Package beinhaltet dann auch, jetzt im Falle von Verblendung, das 4K-Bild. Aber weil es JPEG 2000 ist, weil es ein sogenannter skalierbarer Algorithmus ist, kann sich das jeweilige Abspielsystem das raussuchen, was es spielen kann. Das heißt, so ein Projektor hier spielt in seiner vollen Auflösung, so was alles an Daten da ist, in 4K. Auf einem herkömmlichen 2K-System wird nur der 2K-Kern gespielt. Also es gibt keine Verwechslungsgefahr, dass ein 4K-Kino nur ein 2K-DCP bekommt, sondern alle DCPs von Verblendung jetzt wieder als Beispiel, die in Deutschland ausgeliefert wurden, sind 4K, unabhängig davon, ob das System das kann oder nicht. Ja, das ist also so ein Original SXRD-Chip, entwickelt bei Sony. Und so ein Chip in etwas, in anderen Dimensionen, ja, ist ja nun verbaut hier in den 4K-Geräten. Genau, hier drin sind 1,4 Zoll Chips, die sind ein bisschen größer. Jetzt gibt es ja noch eine sehr andere beeindruckende Zahl. Wenn ich jetzt einen Film in 4K statt in 2K gucke, dann hat der wie viel Prozent mehr an Inhalt? Es ist also die vierfache Pixelanzahl. Also das ist eigentlich aus marketingtechnischer Sicht so ein bisschen das Fatale. 2K, 4K, alle Leute denken 4K ist das Doppelte. Nee. Aber weil es das Doppelte in beide Richtungen ist, also horizontal wie vertikal, reden wir von einer vierfachen Anzahl Pixel. Also wir kriegen bei gleicher Projektionsgröße viermal mehr Bildinformationen, die auch wirklich vorhanden ist, weil der Film ist ja schließlich in 4 oder sogar in 5K produziert. Definitiv. Also für jeden Pixel auf der Leinwand gibt es eine dedizierte Bildinformation. Jetzt liest man ja auch wieder das Thema Digitalisierung, schreitet immer voran auf der Seite der Wiedergabe. Was ist denn bei der Produktionsseite? Ihr habt ja, glaube ich, gerade einen riesen Deal wieder abgeschlossen mit Hollywood, ne? Naja, wir haben letztes Jahr die F65-Kamera in den Markt eingeführt, beziehungsweise den Markt vorgestellt. Jetzt werden die ersten ausgeliefert und ich kann jetzt nicht für den Kamerabereich sprechen, aber ich finde die Zahlen sehr beeindruckend. In Hollywood sind jetzt gerade 200 Systeme in Auslieferung befindlich, in Europa sind es knapp 90. Also diese große Frage, wo bleibt der 4K-Content oder wo bleiben die 4K-Filme, denke ich, wird sich ganz schnell erledigen, weil einfach jetzt unheimlich viel digital in 4K produziert werden wird. Okay, und wie sieht es bei den Beamern aus? Also bei den Projektoren, Beamer ist ja nicht gesagt hier. Also bei dem Projektor hier? Ja, Beamer ist auch. Ist ein kleiner okay. Beamer, ja. Wird ja immer kompakter. Naja, also ich sag mal so, wir haben momentan 12.000 Systeme weltweit im Markt. Das ist eine ordentliche Zahl. Die USA sind da weit führend. Und normalerweise redet man ungern über Mitbewerber, aber in diesem Zusammenhang rede ich eigentlich gerne über Mitbewerber, weil klar, die haben seit anderthalb Jahren eben auch 4K-Systeme in den Markt, den Markt vorgestellt. Wie viele da verkauft werden, weiß ich jetzt im konkreten Fall nicht. Mhm. Aber ich denke einfach, es ist positiv, auch für den Kinogänger zu wissen, dass einfach eine neue Qualität in die Kinosäle Einzug hält. Naja, nicht nur das, sondern ich sag mal, der Grund, warum man auch für sich für diese Technik entschieden hat, SXRD, ist ja, denke ich mal, auch im Wesentlichen die Robustheit, der analoge Filmlook und viele andere Performance-Sachen. Das hätte ja auch genauso gut, weil wenn wir über Mitbewerber reden, reden wir erstmal über eine andere Technologie. Ja. Das ist ja DLP in dem Fall, die anscheinend dort im Markt nicht so aufgenommen worden ist, wie das jetzt mit eurer Technik der Fall ist. Naja, ihr seid ja auch nicht gerade die billigsten jetzt mal nebenbei. Es ist einfach das Beste in Preis-Leistung. Das darf ich ja sagen. Ja, ja, klar. Das Gute daran finde ich, dass wir darüber reden, dass es auch unterschiedliche Technologien sind. Ja. Also man muss einfach sagen, nicht jeder Pixel sieht gleich aus. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, dieser Filmlook, ist in der Tat auch das Feedback, was wir im Markt bekommen. Dass die Bilder, die wir mit der Kiste projizieren, sehr filmmäßig aussehen. Das liegt an der hohen Füllrate, an dem geringen Pixelabstand. Es ist ein relativ analoger Look, wenn ich die Analogie mal bemühen darf. Aber halt verbunden mit allen Vorteilen digitaler Projektion. Also es ist immer Premierenqualität in jeder Vorstellung. Aber es sieht eben unterschiedlich aus. Und wir haben die Systeme auch in einigen Postproduktionshäusern stehen. Und die Leute sind sehr happy darüber, dass es eben nicht einfach digital und kalt aussieht, sondern es ist der gleiche Look.
Ja, das ist also eins der zukünftigen oder eine der zukünftigen Produktionen, die in 4K demnächst dann auch in deutschen Kinos zu sehen sein wird. Wir haben gesagt Verblendung. Wir werden jetzt mal einen Link einblenden, wo man sieht, welche Filme sogar in den letzten Jahren schon teilweise gar nicht bekanntermaßen in 4K veröffentlicht worden sind. Und eigentlich erinnert mich das sehr an die Situation von vor 2 Jahren. Da haben wir auch erst den Beamer gehabt, 3D, und dann haben wir alle gedacht, naja, ob sich das so durchsetzen wird. Und jetzt sind wir eigentlich in einer ähnlichen Situation. Ne? Ja, also ich meine, die Verfügbarkeit von echten 4K-Filmen ist wirklich erfreulich. Also wie du schon gesagt hast, eben hier dieser Damenkönig als Spion, der neue Brad Pitt, Moneyball läuft oder kommt in 4K in Deutschland, ist in anderen Ländern schon gelaufen. Jetzt gerade Verblendung, und wenn man so weiter in 2012 reinguckt, Men in Black 3, Spider-Man 4 ist es, glaube ich, dann. Die werden alle in 4K verfügbar sein. Man muss sich eigentlich vor Augen halten, dass die ganze Postproduktion ohnehin schon in 4K gemacht wird. Das heißt, es gilt eigentlich nur noch, das zu durchbrechen, dass diese Filme dann auch wirklich den Weg ins Kino finden. Aber ich denke, mit der ganzen Diskussion und den ganzen Gesprächen, die gerade über 4K geführt werden, ist das wirklich nur noch eine Formalität. Jetzt haben wir hier im Hintergrund nochmal so eine, wie nennt sich das, ein Teller, ne? Nennt sich das dann, ja, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Teller, genau. Das ist der Teller, wo also der Film in, was ist das, 35 mm aufgespult ist. Das war ja auch damals echt körperliche Arbeit, und damals sage ich schon, also momentan ist es ja noch für viele andere Filmverführungen noch körperliche Arbeit, die keinen so tollen 4K haben. Und dann hast du in der Hand hier dieses Erste-Hilfe-Pack, was aber in Wirklichkeit, was ist? Ja, das ist die Festplatte, auf der jetzt hier im konkreten Fall Verblendung angeliefert wurde. Mhm. Ja, ist natürlich schon ein Unterschied. Ne? Also der kommt in so einem kleinen orangen, oder die kommt in so einem kleinen orangen Koffer. Sieht ein bisschen aus nach Erste Hilfe. Und die 35mm Kopien kommen nach wie vor in den sperrigen 20 Kilogramm Kartons. Jetzt haben wir noch ein Thema, was neben der 4K häufig direkt automatisch mit erwähnt wird, nämlich die Filmgeschwindigkeit. Film wird nun mal seit 100 Jahren in 24 Bildern pro Sekunde produziert. Und da gibt es schon seit längerem Diskussionen, dass man vorhat, das Ganze vielleicht doch noch zu verbessern. Und Peter Jackson ist, wenn ich mich recht erinnere, wohl der Erste, der wirklich eine richtig große Hollywood-Produktion, in dem Fall ist es ja der Hobbit, in 48 Hertz produzieren wird. Ja. Welche Informationen hast du denn da? Naja, also wir reden hier ganz konkret wirklich von 48 Bildern pro Sekunde. Es ist in erster Linie ein 3D-Thema, weil man mit der Bewegungswiedergabe in 3D, so wie man sie heute sieht, auf den meisten Systemen relativ unzufrieden ist. Ich glaube, da ist ein bisschen ein Missverständnis in der ganzen Branche, dass es einfach nur darum geht, die Bildwechselrate zu verdoppeln. Es geht auch darum, ein sehr verbreitetes, in Anführungsstrichen, Problem zu vermeiden, nämlich Triple Flash. Die anderen Systeme, also nicht unsere, nutzen ja nach wie vor für die 3D-Projektion eine Optik und müssen abwechselnd das linke und das rechte Bild zeigen. Und damit kein Stroboskop-Effekt entsteht, wird jedes Bild dreimal wiederholt. Aber es ist halt immer dreimal das gleiche Bild, was zu Artefakten führt, was zu Ermüdungserscheinungen führt und, und. Auf unseren Systemen ist es bekanntlich, haben wir vor 2 Jahren besprochen, unterschiedlich, weil wir die Bilder für links und rechts gleichzeitig zeigen. Um aber diese Phänomene, die durch Triple Flash entstehen, zu vermeiden, geht es auch in Richtung 48 Hertz. Das heißt, ich habe einfach wesentlich mehr Bildinformation, um das Auge des Betrachters dann auch entsprechend mit Informationen zu füllen. Dann kann ich eigentlich nur noch erwähnen, dass wir ja bei den aktuellen Sony-Projektoren, die wir jetzt hier VW95 und HW30, gibt es ja diese Zwischenbildberechnung, wo das ja momentan noch mit einer Art digitalen Auffüllung stattfindet. Ja. Das heißt, man errechnet zusätzliche Bilder, um genau diesen Effekt auch zu vermeiden. Das heißt, man hat eine höhere Bewegungsschärfe. Und das Besondere ist ja bei den 2 Sony-Geräten, dass die auch bei 3D funktioniert, und zwar sogar in 2 verschiedenen Modis. Mhm. Bedeutet aber, dass die Filmindustrie sich schon Gedanken darüber macht und eventuell da auch in den nächsten Jahren den Standard nochmal etwas erweitern wird. James Cameron redet ja, glaube ich, sogar über 60. Ne? Genau, also Avatar 2 und 3, da redet man über 60 Bilder pro Sekunde. Ich denke, genau da geht es jetzt hin. Also wir werden eine höhere statische Auflösung haben, eben 4K. Auf der Zeitachse werden wir 48 oder 60 Bilder pro Sekunde haben. Und im Allgemeinen denke ich auch, wenn die Datenraten noch hochgehen, weil einfach der Standard, der damals von DCI gesetzt wurde, ist halt ein Standard von vor 5, 6 Jahren. Und mittlerweile, weil wir reden hier im Endeffekt von IT-Technologie, ist es überhaupt kein Problem, auch eine doppelte Datenrate zu fahren, was dann auch nochmal eine Weltqualitätsverbesserung bedeutet. So, und das ist jetzt das wirklich heiße Objekt der Begierde, der VW 1000. Wir sind jetzt hier Mitte Januar, Ende Januar soll er auf den Markt kommen. Wir warten sehnsüchtig drauf, wie viele andere auch in der Heimkinoszene. Neben mir steht Frau Becker. Frau Becker, Sie haben welchen Job bei Sony? Ich bin in der Sony Display Business Group und verantworte unter anderem auch die Heimkinoprojektoren. Ja, da haben Sie ja viel Spaß jetzt in den letzten Wochen gehabt. Ne? Der Projektor kommt jetzt auf den Markt. Was sind so die Hauptgründe Ihrer Meinung nach, warum Sony entschieden hat, jetzt bereits schon mit einem solchen Gerät zu kommen?
Also der größte Vorteil ist, dass viele Fans jetzt eben auf 2K-Ebene schon mit viel besserer Bildqualität ihre Filme gucken können. Heimkinoliebhaber, die sich ein richtiges Heimkino bauen, können mit einer viel größeren Leinwand richtiges Kinoerlebnis nach Hause holen. Darüber hinaus ist die Helligkeit, die Lichtqualität um einiges besser. Ja, das können wir bestätigen. Wir hatten ja nun im November die Chance, dank Ihrer Unterstützung ein entsprechendes Vorseriengerät zu bekommen. Und man sah das auch bei uns. Wir haben ja über eine 3 Meter große Leinwand. Das war schon eine Menge Licht und der war immer noch so gut 20% unter dem, was ja Serienstandard sein soll. Laut Ingenieuren, ich hatte ja die Chance, in Japan mal vor Ort die Fabrik zu besuchen, ist immer der Punkt, man sieht eben auch unter anderem gar keine Pixelstruktur mehr. Ne? Richtig. Also ich habe mir gestern auch mal 2K-Material angeguckt und auch älteres Material, um auch noch mal zu sehen, wie war eigentlich die Entwicklung, mit was für einer Bildqualität hat man sich früher zufrieden gegeben und wo stehen wir heute, und das ist gigantisch. Ja, und also das ist das Besondere auch, also Sony hat hier wirklich viel Know-how von dem großen Bruder einfließen lassen, ist eine komplett neue Optik entwickelt worden, hatte ich erfahren, und das Ganze, wie ich finde, auch noch zum relativ attraktiven Preis, muss man sagen. Ist mal eine Menge Kohle, aber was man sieht nachher vom Endergebnis, wirklich klasse. Und nebenbei, er ist natürlich auch voll 3D-fähig, ein ganz wichtiger Punkt. Ende Januar soll es losgehen, ist das so die letzte Information, die Sie auch aus Japan bekommen haben? Das ist richtig. Wir versorgen jetzt unsere Händler mit den ersten Demo-Geräten und wir haben auch schon erste Verkaufserfolge, wir haben schon die ersten VW 1000er verkauft in Deutschland. Stimmt, ich kenne sogar einen Händler, der sogar welche bestellt hat. PlayStation 3 ist mal ein wichtiges Thema. Was sagen denn die Kollegen da? Da kommt irgendwas mit 4K, ne? Genau, das Update soll Ende Januar verfügbar sein. Das Update heißt ein Software-Update dann, da muss nichts geschraubt werden, der lädt einfach nur eine neue Software runter, der Besitzer einer PlayStation? Richtig, wie es bei den vergangenen Software-Updates auch der Fall war. Und dann kann er Fotos in dem Fall mit echter 4K-Auflösung zeigen? Genau. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Super, vielen Dank erstmal. Ich danke. Das ist eine PlayStation 3 und der eine oder andere hat sich vielleicht erinnert an das Video, was wir vor 2 Jahren hier in den Räumen gedreht haben. Da war auch eine PlayStation 3 im Hintergrund. Genau. Dann haben wir so ein paar Mails bekommen, nach Motto, zocken die da etwa während der Pause mit dem großen Beamer? Ja, was kannst du dazu sagen? Naja, das konnte man ja schon vorher mit der Serienausstattung des Projektors. Was wir jetzt gerade in den Markt einführen, hat den romantischen Namen LKRI006. Frag mich nicht, warum das so heißt. Also du erfindest den Namen aber auch nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber das ist das HDMI-Input-Board für den Digitalprojektor. Das heißt, mit diesem HDMI-Board ist es jetzt in der Tat möglich, zum Beispiel eine PlayStation 3 über ein einfaches HDMI-Kabel mit dem Projektor zu verbinden, um dann unter anderem auch 3D zu zocken. Um das Wort mal aufzugreifen. Also ich will nochmal sagen, wenn ich das nötige Kleingeld in meinem Portemonnaie hätte, was brauche ich ungefähr für so einen Beamer? Ich denke mal, gut, ohne Installation so Pi mal Daumen 60.000, 65.000 Euro. Objektiv ist schon dabei? Ja. Und 2- und 3D-fähig ist er auch? 3D käme noch etwas dazu, was nicht von uns kommt, sondern von Google. Macht aber hier bei der Sache jetzt bei einer Investition kaum noch. Wer den, so viel Geld ausgeben will, okay. Das heißt, dann könnte ich wirklich meine HDMI-Quelle, also mein Blu-ray-Player, meine PlayStation, mein Fernsehsignal, wie auch immer, dort einspielen, weil der HDCP und das entsprechend unterstützt. Ohne Probleme. Ja. Weil das ist relativ neu, ne? Das war vorher nicht bekannt. Das ging auch damals schon. Ah, ja. Die Anforderung aus dem professionellen Bereich geht in dieses Thema alternativer Content. Ganz großer Themenkomplex, aber es geht einfach darum, dass Kinos mittlerweile auch andere Dinge zeigen wollen als nur Filme. Also es geht um Opern, es geht hier im konkreten Fall um Ausstellungsbegehungen, Konzerte und solche Dinge. Und dann muss eben so ein Eingang zur Verfügung stehen, damit man die Signale auch entsprechend einspeisen kann. Jetzt werdet ihr euch wundern, was denn der gute dritte Mann hier im Bilde macht. Das ist der Herr Seidel, sind der Technik, beziehungsweise der Theaterleiter sind Sie, ne? Von Cinemax Krefeld. Erstmal vielen Dank, dass wir hier filmen dürfen. Dankeschön. Wir sind zwar hier wegen dem Thema Bild und 4K und Sony, aber was hilft das gute Bild oder wenn der Ton wiederum grausig ist? Und Cinemax Krefeld, ich weiß das, du warst selbst da hier früher mal beschäftigt. Du hast hier mal das X-Bus-System mitentwickelt und das hat ja selbst sogar über die Grenzen von Krefeld hinaus sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Aber Sie haben das Ganze nochmal weiterentwickelt. Wir haben was ganz Neues jetzt mittlerweile hier, ne? Richtig, wir haben jetzt den größten Saal hier neben dem Sony-Projektor auch im Bereich Ton hochwertig aufgerüstet, zwar mit einer Meyer-Sound-Anlage. Das heißt, wir haben jetzt im Saal die Möglichkeit, den Ton unkomprimiert wiederzugeben. Die ganzen kompletten Lautsprecher sind demontiert worden, sind komplett neue installiert worden, eine verlustfreie Verkabelung neu installiert worden. Und mit dem System jetzt können wir den Ton so ansteuern, dass quasi in jeder Ecke vom Kino selber ein glasklarer Ton wiedergegeben wird.
Sie sagen das so beiläufig, die haben die Lautsprecher ausgetauscht, sie haben überall Aktivlautsprecher installiert, ne? Nicht nur für die Front, sondern auch für die Rück- und für die Rears etc. etc. Wie viele sind da so Pi mal Daumen in so einem Kino verbaut, jetzt von der Größenordnung hier? Im Moment sind es vorne allein 8 Subwoofer. Wie viele waren es vorher? Vorher waren es 4. Wow. 8 Stück, ja. Von den Surrounds her selber sind es 16 Stück. Ja. Und das ist eine Menge. Oliver, du hast mir das damals auch erzählt, ihr habt den Ton ja digital auf dieser kleinen orangen Kassette da mehr oder weniger. Das Problem war in der Vergangenheit, dass es doch relativ komprimiert wiedergegeben werden musste, weil die Anlage an sich noch gar nicht dafür vorbereitet war, für diesen unkomprimierten Ton. Ist richtig, ne? Richtig, also das ist das, was oftmals übersehen wird oder besser gesagt überhört wird beim digitalen Kino, dass sich auch im Bereich Ton eine ganze Menge getan hat. Also wie du schon sagst, früher gab es die berühmten komprimierten Formate Dolby und DTS. Einfach aufgrund der Begrenzungen der Speicherkapazität auf dem Medium Film. Heute auf den Festplatten ist selbst unkomprimierter PCM-Ton eigentlich nur noch ein Klacks im Vergleich zur Bildinformation. Und insofern wird jetzt wirklich unkomprimiertes Audio ausgespielt über alle Kanäle mit voller Bitrate. Und insofern hält auch eine ganz andere Klangqualität Einzug in die Kinos und ist natürlich super, wenn das dann auch in der Wiedergabeanlage dementsprechend abgebildet wird. Das heißt, das System, wenn ich jetzt mir die Schrankwand hier so anschaue, das ist euer, was ist denn das jetzt hier, Decoder? Oder wie sieht das Ganze hier aus vom System her? Das ist das Basissystem und dann gehen nachher nur noch die einzelnen Leitungen rüber in die entsprechenden Aktivlautsprecher. Das Ganze wird ganz anders eingemessen. Was hat er für einen Namen, das System? Das System selber ist Meyersound Cinemax Experience. Cinemax Experience. Und das finde ich in Deutschland schon in diversen... Sorry, Cinema. Nicht Cinema. Cinema Experience. Und das System finde ich jetzt in Deutschland schon in diversen Cinemax-Kinosälen. Das ist eine Entwicklung, die gemeinsam mit der Meyer und Cinemax wahrscheinlich entstanden ist, ja? Richtig. Und da gibt es also immer mehr Säle, die jetzt ausgeschaltet werden? Es werden im Moment alle Cinemax-Häuser damit ausgestattet. Mhm. Überall natürlich, wo ein Digitalprojektor auch zugegen ist und überwiegend auch natürlich in den großen Sälen. Ja, und wie sich das Ganze anhören wird und wie das Ganze aussieht, jetzt vom Bild als auch vom Ton, das schauen wir uns mal ganz hier in eurem Saal an. Das ist jetzt welcher Saal hier in Krefeld? Das ist Kino 4. Kino 4. Welche anderen Säle in Krefeld haben auch noch den 4K-Projektor? Kino 9, Kino 5 und Kino 8. Also wir haben 4 Säle im Moment ausgerüstet. Super. Und der hier hat was für eine Leinwandbreite? Die liegt bei 15 Meter noch was. Da werden wir gleich mal nachmessen. Schauen wir mal, ob das alles so stimmt. Ja, und so sieht das hier in dem Kinosaal 4 im Cinemax Krefeld aus. Wir haben ja also knapp 400 Sitzplätze. Das ist die Riesenleinwand. Wenn man ganz nah dran geht, werden wir feststellen, dass die Silber beschichtet ist. Das ist klar, weil sie ja für die 2- und 3D-Wiedergabe optimiert ist. Und es ist eine schalldurchlässige Leinwand natürlich. Also hier auch wiederum eine Lösung, wie sie viele zu Hause auch gerne hätten, nämlich wirklich den Sound direkt aus der Leinwand. Dass der Sound beeindruckend ist, konnten wir gerade schon anhand des Trailers sehen, der speziell für die 4K-Sony-Projektoren gemacht worden ist. Und der Herr Seidel war so freundlich, dass er uns mal angeboten hat, wir schauen mal, was dahinter sich befindet. Und ich denke mal, das wird euch sicherlich interessieren, was denn da eigentlich an Technik verbaut worden ist. Und vielleicht habt ihr die eine oder andere Anregung dadurch bekommen, was ihr demnächst bei euch zu Hause noch alles installieren wollt. Ja, also hier befinden wir uns im, ich sag mal, Zweitallerheiligsten. Das Allerheiligste ist für mich da oben immer der Kinoraum, wo der Projektor steht. Und jetzt sind wir wirklich hinter der Leinwand. Und wenn ich jetzt mal, wir gehen mal durch, Christian, folg uns mal. Ah, wunderbar, Scheinwerfer ist dabei. Das sind die Center-Lautsprecher, richtig? Richtig. Und wie viel haben wir davon? Da haben wir 8 Stück hier. Ein Durchmesser, also von der Breite her 1,20, Höhe 1 Meter. Ja, und die sind jetzt aktive Center-Lautsprecher, das sind aktive Lautsprecher. Richtig. Das sieht man schon, die werden komplett angesteuert, die haben ihre eigene Stromversorgung. Ja. Mit den normalen Anschlusskabeln. Über XLR entsprechend. Richtig. Okay, und wenn ich das richtig gehört habe im Vorfeld, ist hier auch direkt der Bass alles mittlerweile drin. Das heißt, die Center und die Seitenlautsprecher übernehmen auch komplett den Bassanteil. Richtig. Okay, sieht super aus. Bedeutet aber auch, ich sehe jetzt hier im Moment gar keine Rechts-Links-Lautsprecher, die sind etwas oberhalb der... Die sind etwas oberhalb, ja. Weil die Kinoleinwand von der Höhe her, das sind schon mal gute 12 Meter und die muss man... Was für Dimensionen hier. Okay. Die sind seitlich etwas oben.
So, wie kriegt ihr denn den ganzen Klang optimal abgestimmt? Was wird denn da gemacht? Da sitzt ja keiner in der Mitte und sagt, naja, gib noch ein bisschen Daumen hoch, Daumen runter. Zu Hause machen wir das normalerweise mit Messmikrofonen, die meistens den AV-Verstärkern beilegen. Hier wird das sicherlich doch deutlich aufwendiger sein, ne? Richtig, aber wird auch natürlich mit Mikros gearbeitet. Ja. Man positioniert sich dann an verschiedenen Stellen im Saal selber, positioniert seine Mikros und dann wird jeder einzelne Lautsprecher oder jedes System für sich von den Surrounds wird dann eingemessen. Und was kann man so rechnen? Wie lange dauert sowas? Also hier für den Saal selber ist ein schwieriger Saal gewesen. Da hat es 5 bis 6 Stunden gedauert. Schwierig jetzt aber in Bezug auf was? Die Akustik ist ja gigantisch hier. Die Akustik ist super, aber der Saal selber ist natürlich von seiner ganzen Bestuhlung auf einer Holzrampung gebaut. Mhm. Das heißt, wir haben im Saal sehr viel Holz und allein durch die Basseffekte vibriert es natürlich einigermaßen. Mhm. Und das sind so Nebenprodukte, die für unseren Standort natürlich vorteilhaft sind. Mhm. Allein bei den Actionfilmen, aber sonst sehr schwierig zum Einmessen. Gut, das habt ihr also entsprechend optimiert. Ich kann mich daran erinnern, wir waren mal vor Jahren hier und haben das X-Bass-System. Ich hatte es am Anfang ja erwähnt, das ist ja eine Entwicklung gewesen, die exklusiv hier war. Oliver hat ja damals mit seinen Fingern im Spiel gehabt. Und ich weiß noch, dass wir da teilweise fast schon im Sessel gesprungen sind, weil ja unterhalb der Sessel eine ganze Menge Bässe verbaut waren, also in der Tribüne. Die sind aber momentan brachgelegt. Also das die habt sind ihr brachgelegt, aber es sind trotzdem noch ansteuerbar. Ja. Wir haben das System nicht abgekoppelt. Ja. Wir möchten nur nicht zwei verschiedene Systeme hier laufen lassen. Wir haben es ausprobiert, direkt jetzt am Anfang, als hier eben diese Anlage installiert worden ist. Ist aber sehr heftig. Also in den ersten Reihen kriegt man natürlich dann ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, weil es kommt richtig knallhart rüber. Echt? Ja. Also wie sowas wie ein Buttkicker. Richtig, also, richtig. Ja, ist ja gigantisch. So, also wir haben es auch bei den Besuchern selber gemerkt, wenn man natürlich die Anlage auf den Standardpegel hält, gerade bei irgendwelchen speziellen Trailern, also actionlastigen Trailern, sofern man in den Saal reinkommt, auf der Treppe, fangen eigentlich schon an, die Hosenbeine zu flattern. Wenn man das jetzt wieder aktivieren würde, dieses System dann entsprechend. Okay, alles klar. Super, dann sage ich mal vielen Dank erstmal hier und dann gehen wir nochmal raus und schauen mal, was es da draußen noch zu sehen gibt. Ja, meine Damen, meine Herren, also das war, denke ich mal, extrem informativ. Ich hoffe für euch auch, die ihr dort auf YouTube uns das Ganze anschaut. Ich denke mal, hier konnte man sehen, dass auf uns doch einiges zukommt. Zum einen, die Kinos haben einiges getan, speziell hier Cinemax, muss man mal klar lobend erwähnen. Die Zeiten der analogen Kopien dürften langsam aber sicher zu Ende gehen. Das Bild absolut mächtig. Was ihr im Hintergrund seht, sind ja die ersten Szenen aus Verblendung. Und der Ton dazu auch, das ganze Paket stimmt. Und wir können uns wirklich freuen, dass wir das in Kürze sogar mit einem 4K-Beamer von Sony zu Hause in eigenen 4 Wänden erleben dürfen. Und ich würde sagen, jetzt haben wir uns so viel angeschaut hier schon im Vorfeld, was die Theorie angeht. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Wir haben die Chance, jetzt mal hier live zu sehen, wie denn der Film jetzt hier auf dieser Riesenleinwand aussieht. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.